Hallo, hallo, hallo. Ein neuer Sportblock. Und hört ihr das? Voll laute Grillen. Wo ich bin, erzähle ich euch gleich. Da sieht man es, wo ich bin. Und ich laufe mal weiter. Ich bin hier. Was ist Verkehr? Mann, oh Mann. Ich bin jetzt hier in Kroatien, im Land des nächsten Weltmeisters. Hoffe ich. Morgen ist Finale. Ich bin hierher gefahren und mache hier Urlaub. Und muss jetzt an der Straße entlang Richtung Meer laufen. Mal gucken, ob ich es hinhaut. Ja, und die Grillen sind saulaut. Wahrscheinlich ist das so ein Applaus von denen. Weil ich ja so lange laufe, weißt du? Wie beim Marathon. Guck, ob ich zu mehr komme. Ich hab's vor. Ich habe mir hier voll die scheiß Laufstrecke ausgesucht. An meinem ersten Tag in Kroatien-Urlaub. Voll die Autos. Das muss ich noch ein bisschen besser auswählen die nächste Zeit. Hier ist ein Verkehr. Wie auf der A3. Mann. Voll krass. Ja, genau, und die hauen an mir vorbei mit 400 km/h. Scheiße. Saugefährlich, was ich hier gerade mache. Aber die Grillen sind immer saulaut. Die lassen sich nicht stören. Hier bei mir in meiner Welt bin ich einen Tag vor WM-Finale. Ein Tag vor WM-Finale in Kroatien. Ihr seid hier in eurer Welt schon eine Woche voraus, eine Woche später, sag ich mal. Und deswegen wisst ihr schon, wie es ausgeht. Ich sage morgen, normalerweise müsste Frankreich das locker machen. Von den Spielanlagen und von den Fähigkeiten sind die klar besser. Aber, und das ist meine Hoffnung, aber vielleicht mit der Spielverlauf. Auto erstmal. Ja. Aber vielleicht wieder Spielverlauf. Der Schwarm fliegen hier. Aber wir vielleicht wieder Spielverlauf den Kroaten in die Karten spielen. Und irgendein Franzose kriegt am Anfang schon. Ja, jetzt hupen sie mich an hier. Jojo. Irgendein Franzose kriegt am Anfang die rote Karte. Irgendein Handspiel. Im 16-Meter-Raum. Und dann kriegt Kroatien in den Elfer oder so. Das wäre geil. Dann ist alles auf den Kopf gestellt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber wenn man es ganz realistisch betrachtet, muss Frankreich gewinnen. Ich setze dennoch auf die alten Hasen von Kroatien und hoffe, dass hier morgen eine Höllenparty abgeht. Das wäre geil. Das wäre so geil. Ich bin dabei auf jeden Fall. Ich bin da. Shoki Banoki ist im Land. Jetzt kann es losgehen. Jetzt erstmal gucken, wo das dusselige Meer ist. Puh. Ich bin jetzt mal abseits gegangen. Irgend so ein oller Feldweg. Keine Autos hier, großer Vorteil. Und ich laufe jetzt stark aufs Meer zu, irgendwo da hinten. Hier ist so laut, hört man das immer. Ich halte mal kurz inne. Es ist so laut, die Grillen machen ein Tam-Tam hier. Oder wie der José sagen würde, ein Tum-Tum. Ja, ich bin auf dem Weg zum Meer. Mal gucken, ob es klappt. Ich habe nicht so viel Hoffnung gerade. Ich bin schon ganz schön lange unterwegs. Ich muss auch wieder zurück. Der Weg hier ist voll geil. Voll Wildnis. Klar haben hier schon Autos gefahren. Und hier ist richtig schön. Schöne Reifenstreifen auf dem Boden. Sieht man, klar. Aber hier ist keine Sau. Hier sind nur Steine. Hoffentlich breche ich mir nicht die Haxen hier. Geil. Ich guck mal, ob ich da durchkomme. Was dann passiert hier? Steinweg, schaut mal.
Was ein Weg, oder? Hammerhart. Da gehe ich jetzt durch. Voll die Challenge. Aber voll die krasse Challenge. Ja, das war's wohl mit dem Meer. Ich bin jetzt hier in der Sackgasse angelangt. Gibt's nix. Dann geht's noch der Mini-Weg. Der wird wahrscheinlich immer schmaler. Ich muss wieder zurück. Kacke. Ja, das war das Ende meines Laufens sozusagen. Ich muss wieder zurück. Ich bin jetzt schon ungefähr 4,5 Kilometer gelaufen, schätze ich mal. Aber mehr ist heute nicht. Dafür dann bestimmt morgen. Morgen am Finaltag. Je. Ach so, ein Tipp noch. Spiel um Platz 3. Belgien gegen England. Mein Tipp ist, Belgien macht das. 2 zu 1. 2 zu 1 für Belgien. 1 machen die Engländer, wieder ein frühes oder so. Ja, ich laufe mal weiter. Bis gleich. Boah, der Rückweg ist voll kacke. Voll die Kacke. Bergauf natürlich, Richtung Meer war bergab. Und voll in der prallen Sonne. Aber sowas von in der Sonne. Und dann noch die scheiß Autos. Kommen überall. Fuck. Aber ich quäle mich jetzt durch. Jetzt muss ich halt nur zurück nach Hause sozusagen. Pack ich schon. Auch wenn die Autos mich nerven. Pack ich schon. Ich bin jetzt angekommen, 9 Kilometer habe ich gemacht, geil, check, dann noch in dieser prallen Sonne, ey, fuck, auch check am Vortag des WM-Finales, jetzt kommen die Köter an, guck mal, das ist das Domizil, da übernachte ich nur eine Nacht und gehe dann zu mir in mein Haus, aber ich hoffe, die Köter beißen mich nicht. Also, Köter überwinden, check. Cheerio, oh, was ist denn los? Gehst du weg? Also, ja, ich bin Gänsehaut hier. Ja, Cheerio, Miss Sophie.